mal weitermachen mit unserem kleinen Unternehmen. Transferroute ineffizient. Ist Ursache: fehlende Waren. ineffizient minus das benötigte. Angestellten benötigen mehr Waren. Ja gut, das ist ja nicht so das Problem. Was werben Sie Manager in der gemäßigten Region an? Was? Okay. Momentan besitzt eines anderen Unternehmens. Momentan heißt das, wir könnten theoretisch gesehen alle Gebiete freischalten. Ja, Manager, gemäßigte Zone. Manager, ich glaube, jetzt, müssen wir dafür dann nicht irgendwie hier ein Dings upgraden? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Oh, hallo. Möchten Sie was mit mir besprechen? Nein, eigentlich nicht. Moment, was? Es gibt Willkommen. Tipps? Benötigen Sie Informationen? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Aha. Manager sind doch. Also auf alle Fälle brauchen wir uns mehr Geld. Das steht schon mal fest. Manager sind dann doch. Die wir quasi als nächstes nehmen, ne? 44 insgesamt 25%, okay. Heißt upgraden. Und zum Ich habe wirklich gute Laune. Brauchen wir mehr Neuroimplantate, alles klar. Das Einzige, was mich immer noch stört, dass man immer 3 Milliarden Jahre warten muss im Laden. Dadurch vergesse ich dann halt jedes Mal, was Objekt. Das ist dann eigentlich auch jetzt Schnell und abgeschlossen. effizient. So macht man Geschäfte. Mhm. Mir wurde gesagt, dass ich Sie hier finde. Ich habe einen Auftrag, der Ihre Kragenweite haben sollte. Okay. Schleppen Sie zur globalen. Was? Sollen wir jetzt von hier das schleppen oder wie? Es wird Zeit verschwendet. Haben Sie? Ja. Zum Raumhafen sollen wir das dann bringen. Natürlich machen. Währenddessen, ups, können wir noch mal gucken nach den Neuroimplantaten. Wunderbar, das sollte die Route auch effizient machen. Perfekt. Heißt, wir können dann auch gleich unseren ersten Manager uns besorgen, mehr oder weniger, um demnach auch Szenario Seile sind befestigt. das 14. Szenario zum Mondlizenzierungsprogramm abschließen. Aber erstmal das Forschungsschiff hier entschleppen. Dann sollten es. Und dann sollten wir auf alle Fälle auch schleunigst. Volle Kraft voraus. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Okay. Apropos Finanzkrise, können wir einfach verkaufen. Verstanden. Nein. Ach, verdammt, Komm egal. rein und chill eine Runde. Angebote anfragen. Verdammt, ein guter Preis. Ich
muss aber immer noch das zweite Schiff wegnehmen. Kann das sein? Ja. Also beide Schiffe, alles klar. Oh ja, Tatsache. Dann immer noch. Die Projektplanung ist eigentlich schon ganz gut. Orbitalprojekt, bauen Sie ein Ausbildungszentrum in einer beliebigen Region. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir gerade machen sollen. Andocken erfolgreich. Das ist schon mal gut. Ach ne, wir müssen ja hier hin. Müssen wir nochmal gucken, wie wir jetzt das Geld ein bisschen in die Höhe treiben können. Ein bisschen mehr Angestellte. Die klare Luft, der glitzernde Schnee. Es ist ein... Leichte Besserung. Ich glaube, den meisten Effekt werden wir haben, wenn wir im Gebiet drüben eine gemäßigte Zone, wenn wir dort upgraden. Da werden wir den meisten von haben. Die große Schatzkiste der Arktis. Natürlich sehr vorsichtig. Natürlich sehr vorsichtig, das ist immer. Nein, nichts abreißen, gut zu hören. So, abladen. Unser Vertrauen in Sie hat sich als gerechtfertigt erwiesen. Was aktiviert die Zünder? Korrekt, der rote Knopf. Ah! Jawoll! Passage freikriegen. Diese Kanäle werden uns helfen, die Welt zu ernähren. Ich melde mich, wenn der zweite Kanal bereit ist. Oh, was haben wir denn da so Feines? Huch, plus 50. Ah, Kanalkontrollpunkt. Ich verstehe, der zweite ist hier oben. Okay. Und hier ist der dritte. Hervorragend. Und das gibt uns natürlich auch wieder ordentlich Kohle. Oder sind das nur die Angestellten? Okay, nevermind. Okay, demnach sollten wir jetzt auch die Möglichkeit haben. Ups. Also nachdem ich erst nochmal hier kurz geguckt habe. Darf ich das Ihnen überlassen? Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. Ah, können wir später machen. Das ist so cool. Man kauft was, verkauft. Dann gehen wir aber auch erstmal nicht ausloggen, sondern hier in die gemäßigte Zone zurück. Was Angestellte benötigen, mehr Waren. Routenübersicht. Parameter werden erneuert. Legierung passt. Muss man ein bisschen höher. Parameter werden erneuert. Parameter werden erneuert. Ja, ist ja gut. Okay, dadurch kriegen wir natürlich auch wieder ein bisschen mehr Geld rein. Ich habe keinen Anlass für Beschwerden. Bedürfnisse nicht erfüllt. Oh wow, wir brauchen Biokost, der Wahnsinn. Nein.
Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Okay. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Einfluss erreicht neue Stufe. So. Reicht es? Jawohl. Welchen nehmen wir denn? Welches von den ganzen nehmen wir? Nehmen wir erstmal nur eins und gucken. Großartig. Alles läuft nach Plan. Oh. Schon bald werden sie die letzte Grenze überschreiten. Das sieht ja schick und interessant aus. Ich habe gehört, dass John Rafferty bereits die Pläne für die Startrampen überarbeitet. Folgen Sie seinen Anweisungen und setzen Sie die Pläne um. Die Startrampe, bewerben Sie, oh Gott, so viele mehr Dings das. Beginnen Sie damit, Ihren Raumhafen im Wildwasserbucht zu einem orbitalen Raumhafen zu verbessern. Produzieren Sie Luxuskost. Ich würde auch gerade gerne wissen, wie. Vielleicht so? Ich weiß nicht. Wir schreiben gleich wieder grüne Zahlen, das ist sehr schön. Was heißt nochmal die Mission? Produzieren Sie Luxusgut. Luxusgut ist dann wahrscheinlich eine neue Sache, kann das sein? Manager wahrscheinlich. Ja, Luxusgut, Manufaktur. Dafür brauchen wir Rindfleisch. Und Weingut. Da brauchen wir jeweils 2.500, die haben wir gleich safe. Ich fürchte, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Können wir nicht hier bauen? Ich dachte, wir könnten hier schon bauen. Oder hier? Ich dachte, ich hätte irgendwo schon was gemacht. Never mind. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Verstanden. Mhm. So, das ist natürlich die Frage, wo bauen wir dann? Man könnte theoretisch dann hier so eine kleine Soja-Bohnen-Farm und so ein Kram bauen. Okay, globale Raumhafen haben wir schon mal. Das ist dann ein Transmissionraumhafen. Wir brauchen aber ein. Was? Wir brauchen ein. Orbital. Da brauchen wir nur 5000 Manager. Das ist ja. Ach, was mehr. Das ist ja nix. Wo ist denn jetzt unser Schiff? Bin ich jetzt blöd? Du gehst das Risiko doch ein. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Bestätigt. Selbstreparatur läuft. Ja gut. Warum finde ich unser Schiff nicht? Hübscher Reihe nach. Muss ich das jetzt verstehen? Hier. Nee. Ach hier, wow. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal hier diese Inseln zu holen. Um das Ganze auszubauen. Die 2.500 haben wir gleich erreicht wahrscheinlich. Andererseits. Ich habe da noch einige Informationen für Sie.
willkommen. Haben wir jetzt eine Neuroimplantage? Ist immer noch dasselbe. Gebiet beanspruchen. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Creating Space. Das ist ja schon mal gut, haben wir das auch schon mal. Das muss da. Du willst einen guten Deal? Können wir was verkaufen? Bei mir kriegst du den besten. Ja, Neuroimplantate. Dann holen wir uns mal ein bisschen Neuroimplantate. Bleibt uns jetzt noch was übrig. Ah, hier war das. Denn es sieht wahrscheinlich immer noch so aus, dass wir... Jawohl. Transferroute wird überarbeitet. Denn wir brauchen ja die 2.500. Und halt eigentlich die 5.000, aber... Mit 2.500 fängt es ja erstmal an. So wenig Credits. Das ist natürlich ein Problem. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Aha. Geld haben wir. Und jetzt noch mehr Geld. Perfekt. Ich muss 30.000 auch nochmal irgendwie rein. Oh, da draußen ist es schweinekalt. Warum kommst du nicht rein und taust erstmal auf? Ja, keine Zeit. Sektorbilanz 2 heißt, wir brauchen noch ein bisschen Molybdän. Wir müssen neu herausfinden, wo wir noch Molybdän herbekommen. Hier? Ja. Ja, hätten wir noch mal ein bisschen mehr Geld, dann müssen wir halt diese Mission dann machen unten. Die uns hier nicht mehr möglich ist. Okay. Verstanden. Wir haben den ersten Schritt gemacht, um die Versorgung unserer Leute sicherzustellen. Aha. Ich melde mich, wenn es weitergehen kann. Okay. Vielleicht finden wir drüben noch mal ein bisschen Sachen verkauft. War wahrscheinlich ja weniger. Können wir schon mal die Route insofern anpassen. Transferroute wird überarbeitet. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Parameter werden erneuert. Ich glaube eher weniger. Transferroute wird überarbeitet. Wir brauchen auf alle Fälle Geld. Viel Geld.
Du willst einen guten Deal? Bei mir kriegst du den besten. Ja, aber das wird hier. Unsere Anteilseigner möchten sich anfangen. Das liegt schon seit einer Weile. Credits. Es macht sich schon auf den Märkten bemerkbar. Sie müssen handeln. Ja, mi. Im Gange. Sehr gut. Dieser Zeitraum wird frei gehalten, damit Sie sich um alles kümmern können. Ah. Den mal da dran. Nächste Stufe bei 6519 Angestellten. Oh. Sind wir auch schon fast. Objekt befestigt. Objekt befestigt. Der wird auch hier, ne? Da ist er. Volle Kraft voraus. Sind unterwegs. Danke. Alle werden davon profitieren. Okay. Bestätigt. Das war's also schon. Schau an, wer da ist. Haben wir hier 12.000. Du hast doch nicht etwa gerade. Du hast mir gerade den Tag gerettet. Okay. Dann holen wir uns mal das. Ware. Andocken erfolgreich. Bestätigt. Verstanden. Warte nun. Verstanden. Roger. Objekt erfolgreich erkannt. Ah. Geht doch. Das war gute Arbeit. Dankeschön. Verstanden. Aber hier. Ah ja. Graffiti. Ich habe schon überlegt, wen ich mit dieser Aufgabe betrauen könnte. Was für eine Erleichterung, sich darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen. Der ist da. Andocken erfolgt. Roger. Und dorthin. Was ist denn echt mit den... Okay, wir sind bei minus 14. Das ist, natürlich nicht förderlich. Keine falschen Bescheidenheiten. Sie haben mir, also uns, einen großen Dienst erwiesen. Usuyev Incorporated ist eine Größe in der chemischen Industrie. Diese Firma könnte sich als wertvoller Partner erweisen. Na, wie viel haben wir jetzt eigentlich von den Implantaten? Also eigentlich minus ein, also eigentlich gar nichts. Warum können wir die dann upgraden? Sie rocken heftig! Was? Ich wollte eigentlich das Dingsens suchen. Jetzt habe ich ja vergessen, wo es war. Das ist natürlich suboptimal. War das hier? Nee. Hier? Das. Was nehmen wir denn? Ach, wir brauchen Sündzellen dafür. Haben Sie Arbeit? Ich habe keine Arbeit. Ich bin am Suchen.
wäre schon versinnt, machen wir diese großen auch erweitern. Das Betriebsklima? Wow, du sorgst für Aufsehen. Ne? Viele wichtige Leute hätten gern deine Unterstützung. Also diejenigen an den wirklich entscheidenden Stellen. Denk darüber nach. Was? Das sind ja alles Gezeitenkraftwerke. Wo? Nein. War das nicht, dass man die Algen verarbeitet zu den Sündzellen und dann mit den Sündzellen weiterarbeitet? Wenn ich nur wüsste, wo ich dieses blöde Ding platziert habe. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ah, hier. Da können wir natürlich nichts mehr hinzufügen, oder auch? Ist immer noch so wenig. Und Algen, Tatsache. Kann ich denn irgendwie durch... Nee. Müssen wir ein zweites bauen. Bleibt uns denn noch übrig. Sind wir schon mal bei 0. Plus können wir auch da wieder verkaufen. Geld bekommen wir durch das eine Abholen ein bisschen mehr rein. Nichts zu melden. Es geht uns allen ziemlich. Hervorragend, wir brauchen immer noch 30.000. Das sind wir auch kurz davor. Heißt, wir können das mit dem Ganzen, das Ganze auch bald da hinten aufbauen. Puh.